Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Camping-Freunde. Ja, was es mit diesem Bad auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video. Alles nach dem Intro. Bis gleich. So, ich bin dann noch mal rausgegangen und möchte euch das Fahrzeug kurz von draußen mal zeigen. Ja, wir haben hier 16 Zoll Alufelgen. Hier seht ihr den Anfüllstutzen fürs Frischwasser. Und das ist der Heckbereich. Wir schauen hier ganz kurz rein. Ihr seht hier die Möglichkeit für ein Zusatzbett, das man vorne in der Dinette einbauen kann. Ja, wir haben hier links den Gaskasten. Ja, da befindet sich im Moment noch das Werkzeug drinne. Ja, hier wird wahrscheinlich noch eine Dual Control verbaut. Da fehlt der Hahn noch. Ansonsten, hier unten können wir mal reinschauen. Da seht ihr die Heizung. Ja, das soll es mal hier gewesen sein. Wir schauen noch mal zur Seite. Und wir sehen hier den Landstromanschluss. Und dieser Kamin verrät uns, hier ist eine Gas-Trumma-Heizung verbaut. Hier hinter befindet sich die Kassette für die Toilette. Und hier hinter habt ihr Einfüllstutzen für Dieselkraftstoff und AdBlue. So, gehen wir mal ins Fahrzeug, gehen wir mal wieder hinein. Wir haben hier eine breite Trittstufe, eine elektrische. Und wir haben hier vorne gleich diesen tollen Kühlschrank. Da kommt man von außen super an die Kaltgetränke. Wir haben natürlich auch ein Tiefkühlfach hier. Und wir gehen hinein und können von innen den Kühlschrank zur anderen Seite öffnen. Ja, schließen wir mal gleich mal die Tür, auch wenn wir draußen schönes Wetter haben. Warum, habt ihr jetzt gehört? Wir haben hier eine Zuziehhilfe. Das ist halt so beim Pössl. Das finde ich toll. Wir schauen uns erstmal das Fahrhaus an. Das Fahrzeug ist auf Citroën-Basis. Und wir sehen hier, haben wir das Logo. Wir haben hier die USB-Steckdose, 12-Volt-Steckdose. Wir haben hier unten keine Getränkehalter, dafür noch mal ein zusätzliches Fach. Hier unten natürlich auch. Und hier oben, wie ihr schon wisst, das Fach wird mitgekühlt, wenn ihr die Klimaanlage anmacht. Immer gut zu wissen, da könnt ihr noch ein Kaltgetränk zusätzlich unterbringen. Ja, 6-Gang Schaltgetriebe, Verdunklung. Könnt ihr dann von beiden Seiten, wird in der Mitte hier mit einem Magneten gehalten. Und hier an der Seite noch mal das gleiche für die Seitentüren links und rechts. Ja, drehen wir uns so ein bisschen und jetzt schauen wir nach hinten. Ja, der Küchenblock ist recht kompakt gehalten. Wir sind ja auch in einem 45er Trend da. Ich finde das aber toll, weil hier hat man eine schöne Einstiegsfläche insgesamt durch das Raumbad, was ich euch auch noch gleich noch mal zeige. Habt ihr so ein tolles Gefühl? Ich setze mich mal auf die Beifahrerseite, damit man das noch mal richtig sieht. Also ist alles sehr offen hier. Es wirkt sehr großzügig, obwohl das Fahrzeug recht kurz ist. Und ja, wir haben hier diesen Zweiflämmer mit kombiniert mit der Abwäsche-Piezo-Zündung. Und dann haben wir hier das Bedienteil für den Kühlschrank. Und hier haben wir einmal 230 Volt Steckdose und noch einen Lichtschalter. Ja, hier drüber haben wir dann einen Oberschrank und gegenüber den 640er haben wir dann einfach kürzere Auszüge. Und hier unten dann noch einen kürzeren Auszug, weil wir da den Lüfter für den Kompressor haben. Ja, und dann stehen wir eigentlich schon im Raumbad.
Aber ich möchte euch gerne das Bett dazu zeigen. Ich finde es ja irgendwie total gelungen, weil man hat hier irgendwie total viel Platz, um jetzt in das Bett zu kommen, finde ich. Durch das Raumbad ist hier so an der Seite einfach nochmal zusätzlich Platz. Und dann habt ihr da den Einstieg, da kommt er ganz bequem hoch. Ich werde euch mal das Bett ausmessen. Wir haben hier keine Fenster. Das hat den Vorteil, wir haben hier einfach nochmal, ihr seht es da an der Wange, einfach mehr Platz in der Länge zum Schlafen. Da haben wir 1,94. Und in der Breite, müssen wir bis zum Fensterverkleidung da messen, da haben wir 1,34 auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite haben wir, na, so, 1,18 immerhin noch. Also das heißt, Kopfbereich ist hier und da ist der Fußbereich. Ja, wir haben da unter, seht ihr, noch so Regale, das haben wir auch links und rechts. Dann haben wir hier drüber einen recht großen Schrank. Hier auch, da haben wir noch 12 Volt Abzweigdosen und 230 Volt auch nochmal. Und hier habt ihr, seht ihr, nochmal einen großen Schrank hinten. Das gibt es sehr oft beim 45er nicht. Und da haben wir zwei USB, eine 230 Volt Steckdosen, die Dometic Lichtleisten, wo ihr natürlich die einfach immer versetzen könnt. Super einfach. Da könnt ihr auch USB-Steckdosen einklemmen. Oh, das war's zum Schlafbereich. Wir können hier nochmal drunter gucken. Ihr seht, da ist der Wassertank drunter. Und auf der Seite kann man von oben nochmal reinschauen. Da seht ihr die Gasheizung. So, und wir haben hier hinten noch eine Öffnung. Da habt ihr nochmal ein kleines Fach. Und da hinten, da kommt ihr an die Rückleuchten ran, wenn ihr die wechseln wollt, an die Glühlampen. Ja, und dann sind wir schon im Bad. Das ist ja das Tolle, bei 5,40 Meter habt ihr nicht mehr viel Platz. Und dann könnt ihr hier so ein Raumbad zaubern. Schaut mal, wenn wir das so hingedreht. Dann gehe ich mal hinein. Ihr seht es gleich, hier haben wir die Toilette. Alles kompakt gehalten. Dann haben wir hier das Waschbecken. Das klappt man einfach runter. Und hier habt ihr dann die Duscharmatur oder halt den Wasserhahn. Und das hängt ihr da oben einfach ein. Wir haben hier ein Badfenster, wo der Wasserdampf schön raus kann nach den Duschen. Hier ein Oberschrank. Ja, und da unten so eine Mini-Ablage nochmal. Ja, ist halt recht eng hier. Hier drunter seht ihr den Luftausströmer. Aber ansonsten hat man hier ganz gut Platz. Ich messe mal die Höhe hier aus. Da haben wir 1,82, Leute. Jetzt nehme ich das mal raus hier. Dann seht ihr auch gleich, dass hier zwei Abläufe sind. Und wenn man jetzt duscht, dann hat man immerhin 1,86. Also ich bin 1,80. Ich hätte darin ganz gut Platz zum Duschen. Ich stelle mich mal hinein, damit ihr das auch seht. Ich bin 1,80 und habe da wirklich drei Finger Platz jetzt noch, wenn diese Auflage da unten drin ist. Jetzt mache ich mal zu. Ja, ich nehme euch mal hinein noch. Und ihr seht, ich kann mich super wenden. Und natürlich, dass die Toilette nicht nass wird. Da gibt es ja so einen Vorhang. Der hält er magnetisch fest. Und hier ist so ein kleines Loch, wenn ihr das seht. Da kommt der Wasserschlauch von der Brause durch. Das wird dann hier arretiert wieder. Ja, ansonsten viel Platz. Machen wir wieder auf. Das Schöne ist auch, wenn jetzt einer schon schlafen geht, der kann ja das Teil hier so ein bisschen zuziehen
und hat automatisch so ein bisschen Privatsphäre dann noch. Ja, jetzt fehlt hier, ist diese kleine Ecke hier noch offen. Da könnte man ja auch noch einen Fond oder irgendwas machen. Da gibt es bestimmt Lösungen. Ansonsten denke ich, ganz praktisch, wenn man das zuziehen kann. Ja, dann kommen wir doch zur Sitzgruppe. Da werde ich euch mal das Dinettenmaß ausmessen. Hier haben wir 1,08 Meter. Sitzbank halbe Höhe, da haben wir 85 cm. Und ich setze mich mal einfach mal rein. So. Ja, ich habe hier ganz gut Platz. Ich sitze hier richtig gut. Klar, die Sitzbank im Rücken ist gerade auf längeren Strecken. Muss man sich so ein bisschen schräge hinsetzen. Ne? Ansonsten hier die Sitzfläche ist ein bisschen ausgeformt, da sitzt man ganz bequem drin. Man kann den Tisch hier auch noch erweitern. Ich werde das mal noch ein bisschen rumziehen und dann werde ich mal den Tisch ausmessen. Wir haben hier eine, ja, Tischbreite von 83 cm, eine Tiefe von ca. 45 cm und eine Gesamttischlänge mit Verbreiterung ca. 1,15 m. Ich denke, das ist schon ganz ordentlich. Nehme ich mal mit, damit ihr jetzt mal seht, wie der Beifahrer da sitzt. Drehe ich mal rum. So. Der hat auch ordentlich Platz da. Ich denke mal, das geht in Ordnung. Hier wird es dann noch ein bisschen enger, wenn man hier mit zwei Tellern sitzt. Aber die kann man so ein bisschen versetzt. Ein Teller hier, ein Teller da und der dritte Teller dort, wenn man zu dritt reisen sollte. Weil diese Dinette, die kann man ja erweitern. Ich zeige euch das mal. Dann setzt ihr den Tisch einfach nach unten in diese Leiste da rein. Und dann kann man hier das dritte Bett bauen. Da gibt es diese Zusatzmatratze da hinten. Ja, hier habt ihr, seht ihr nochmal, so Zusatzfächer, Staumöglichkeit. Hier nochmal ein größeres Fach. Da hinten eine 230 Volt Steckdose, Luftausströmer. Hier unten noch einer. Und dann kann man hier nochmal was laden. Schaut mal, da ist nochmal ordentlich Platz, weil die Heizung befindet sich hinten. Über der Dinette haben wir zwei Oberschränke. Ihr seht wieder die Verteilerdosen, 230 und 12 Volt. Wir haben da links und rechts Ablagen. Hier vorne auch noch eine Möglichkeit, was unterzubringen. Und oben seht ihr ein Hecki, ein Kurbeldach. Natürlich rundum mit Verdunkelung und Fliegengitter. Das habt ihr an den Fenstern natürlich auch. Wie gesagt, rundum sieht es so aus. So, was haben wir unter dem Beifahrersitz? Da haben wir die beiden Aufbaubatterien und die Sicherungen dazu. Und auf der Fahrerseite schaut Elektronikteil mit den ganzen Sicherungen für den Aufbau. So, liebe Campingfreunde, dann kommen wir doch mal zum Preis. Dieses Fahrzeug hat einen Grundpreis von 47.499 € und mit der Ausstattung kommen wir auf 54.402 €. Ich fahre mal kurz über die Ausstattung rüber. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst doch einen Daumen hoch da. Und abonniert den Kanal, damit supportet ihr mich. Und bitte die Glocke nicht vergessen. Ich sage weiterhin viel Spaß hier auf dem Hof von Caravan Wendt.